von meinem Passwort. Da steht nur Ihr Name. Dr. Alissa Hinrichs. Das verdammte Passwort. Lissa hatte da... Ja. Wir brauchen ein verdammtes Passwort. Wo bekommen wir das jetzt her? Erst das Alpha-Terminal. Ja, Passwort. Passwort, Passwort, Passwort. Sie müssen nicht mitkommen. Ich habe dich hierher so einfach wissen. Und welche Hinweise auf das Passwort? Das ist es. Das Terminal. Lässt sich denn... Wenn es das Schicksal ausnahmsweise mal gut mit mir meint, dann werde ich damit gleich das Labor öffnen. Passwort. Das Passwort war leider falsch. Wir sollten die, die Namen der Pflanze rausfinden. Ob Lissas Passwort etwas mit... Larifari. Quatsch. Ja, das bringt das nichts. Mein Gott, der ganze... Irgendwelche Hinweise auf die... Okay, die Bomben sind wahrscheinlich noch nicht scharf. Wir haben genug Zeit, um es noch umzugucken. Mist, kein einziges... Okay, können wir irgendwie... Darin ist eine... Ha, das führt doch... So ein Hackman. Wie hieß die Alge? Hatte der Alge damals auch einen Namen? Wäre die grüne Soße Algenbrühe, wären wir jetzt aus dem... Hackman. Ja. Nichts. Welche Hinweise auf die, die Namen der Elbe? Na wunderschön. Elbes. Du machst mir Angst. Lissa hat das Glas präpariert, sodass sich die Alge in den Buchstaben abgelagert hat. Elvis. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Damit. Elvin. Nimm die Alge mit. Elvin. Okay, es soll nicht so sein. Die Alge lassen wir hier. Unsere letzte Hoffnung. E-L-V-I-S. Passwort korrekt. Sehr schön. Warnung. Sicherheitsstufe B. Aktiv. Zugang wurde verweigert. Ah. Weil. Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay. Alles in Ordnung. Faye, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Das kann nur schief gehen. Warum glaubst du so sehr an die Alge? Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum?
Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig Schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast. Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst, genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. Der Phönixplan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Die Frage ist, ob es nicht von Anfang war. Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Keiner glaubt mehr an deine Forschung. Glauben? Meine Fresse. Hören Sie zu. Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist. Oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. Richtig so. So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay. Bent? Was ist noch? Ach, nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Danke. Sie weiß was über die Zukunft, was sie ihm nicht verrät. Sie weiß, dass er sterben wird. So an diesem Ort. Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei drei. Eins, zwei, drei. Fantastisch. Gleich haben wir's. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was? Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen! Doch, stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Oh nein. Vom eigenen Sohn verraten. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Faye. Er hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. Dann wie? Der Algencontainer blockiert die Tür. Den Versuch war's wert. Der Algen... Der Raum dahinter...
ein Schussloch. Vielleicht können wir das mit. Ha. Und dann? Das Glas aufbrechen und durch. Ich komme von hier aus nicht ran. Da passt kaum ein. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Der Tank jedenfalls nicht. Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Und dann bekäme ich sie nie wieder zu. Vielleicht mit der Gegner. Dieser schmierige Anwalt hat die letzte Zapfhaube zerschossen. Sie lässt sich noch an die Tanks anschließen, aber die Pumpe ist kaputt. Aha. Der Tank ist oben. In den Tanks. Ein Anschluss. Hier saugt die Pumpe. Popperlapapp. Die Pumpe hat noch keinen Zugang. Das ist die Füllstation. Ich dachte, du kriegst irgendwas in die Scheibe dann, zerschlagen. Und dann? Scheibe zerschlagen und dann durch uns. Der Ablauf ist streng, aber da die Haube völlig hinüber ist, wird auch. Fuppes, Narretei. Nicht solange der Tank. Nicht solange der Tank ausge. Die Pumpe hat noch in den Tanks. Tja, nun. Anschluss. Okay. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Die Haube muss erst auf den. Ich kann den Schlauch so nicht. Wäre sie nicht beschädigt, könnte ich ohne weiteres die Alge abpumpen. Vielleicht können wir. Schwachfug. Ich kann den Schlauch. Warum nichts? Nichts als Quatsch. Das ist doch Quatsch mit so. Der Kreditkartentrick klappt hier nicht. Ha, ja. Schwachs. Ich komme von hier. Das ist wirklich keine. Tipifax. Die Tür ist. Die Tür ist fest verschlossen. Noch kein. Tja. Das Endschuss noch müssen wir bestimmt irgendwas machen können jetzt. Das ist die Füllstation für. Tja. Die Stange noch irgendwo mit verwenden. Und ja. So. Oh, okay. Und jetzt. Die Pumpe hat noch kein.
den Schlauch. Ich kann den Schlauch. Ja, das gelingt noch nicht. Okay. Ah, okay, ich habe eine Idee. Vielleicht. Ich kann den Schlauch so nicht. Das hat jetzt was gemacht. Den noch kaputt haben. Jetzt muss ich sie nur noch abschöpfen. Und zwar wie? Die passt hier garantiert nicht. Aha. Ohne eine Verbindung zu einem tragbaren Container. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Nein, der Schlauch. Tut sich am Kampf schon was? Der Algencontainer. Der Tank ist oben, jedenfalls nicht ohne zu. Verbindung zu einem tragbaren Container wird. Tragbare Container. Schmarr. Muss man dem vielleicht sein Ding wieder aufsetzen? Ohne eine Verbindung. Ja, was denn jetzt? Jetzt muss ich sie nur noch abschöpfen. Sag mal wie. Ich verstehe nicht. Die Pumpe hat jetzt direkten Zugang zum Tank. Langsam kommen wir der Sache näher. Ja, aber die Pumpe funktioniert noch nicht. Ist noch nicht ganz das, was soll. Ich begreife nicht, was jetzt hier noch fehlt. Füllstation. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Ja, schön, aber nur einen tragbaren Generator. Der da außen liegt. Ich komme von hier aus nicht ran. Tja. Könnte passen. Können wir damit irgendwie. Aha! Erstmal weg mit der Stange. Jetzt müsste es gehen. Ah ja, und jetzt können wir hier raus. Mitnehmen. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu Okay, wir gehen erstmal raus und nehmen uns den Behälter mit. Ah, dann können wir das umfüllen und. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Wieder rein hier.
Da können wir doch jetzt umfüllen. Und gleich haben wir es. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir es wirklich. Hurra. Faye, wir haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Und nun? Springsätze. Oh, Schreck. Schnell weg hier. Von hier an übernehmen. Oha. In Ordnung. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? Dem Behältnis, das Ding müssen wir mitnehmen. Das Ding. Das ist ein gefährlicher Mann der Karte. Die Musik ist ziemlich heftig laut. Großes Finale. Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Der Schrank klingt gefährlich. Okay. Hochklettern. Wo ist denn der Kabel? Ich hoffe, sie stehen nicht unter Strom. Schätze schon. Ein Aktenschrank. So hoch hier. Stehen Sie stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Sind Sie völlig im Arsch? Alles in Ordnung. Und nochmal laut. Viel zu heiß. Erst verbrenne ich mich, dann stirbt. Was mache ich besser? Ist das so? Jetzt gibt es kein Zurück. Okay. Zu weit weg. Heiß. Dann schießt die Musik aus. Heiß. Da beginnt es wieder. Sie jetzt schon. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Oh, vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst noch kommen. Ich hab genug von Ihren. Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja am Kopf nicht aus. Mann! Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. Ja. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Gelände nach oben klettern. Ich klettere schon mal vor. Sorry, die Musik ist zu laut, ich kann die nicht hören. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn?
Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Hinrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm, aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Das ist... Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, und Mr. Schander. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Verdammt, ja, Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Okay. Ich habe genug von Maschinen. Ganz besonders von Generatoren. Bent wird schon wissen, was er damit macht. Hallo, Duwe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann, willkommen in der Hölle. Hast du dich verletzt? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Tut das weh? Ja! Ja, Gottverdammt, ja! Dann ist es gebrochen. Bleib hier ruhig sitzen. Ich flick dich schon irgendwie wieder zusammen. Warum? Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir wurden von der Bohrinsel abgekoppelt. In wenigen Minuten werden wir vom Tiefendruck zerquetscht und ertrinken. Ob Schmerzen im Bein oder nicht, ich bin eh gleich tot. Hey, wir kommen hier schon wieder raus. Keine Angst. Bent wird uns retten. Glaub mir. Wieso lachst du? Er kann es einfach nicht lassen, was? Hey, Bent! Schlechte Nachrichten! Die Welt ist ein Jammertal. Und deine Alge wird nichts mehr daran ändern. Doch, das wird sie. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß das. Sie sagt die Wahrheit. Klar! Wie konntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig. Ja, und ich hab... Hätte ich Bent nicht hierher gebracht, wäre Lissa noch am Leben. Ich nehme ihren Schal mit, aber sonst möchte ich sie nicht durchsuchen. Können wir vielleicht gebrauchen. Bent, können wir vielleicht über die Algenfarm entkommen? Vielleicht. Ich arbeite gerade dran. Ich glaube, da ging es mal zum Zuchtlabor. Die gute Stange. Vielleicht können wir mit der Stange... Nee. Können wir den Generator erreichen? Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden, aber... Warum? Ich habe genug, Bent wird schon wissen. Tja. Den Generator können wir nicht festbinden. Verstehe ich nicht. Ich ebenso wenig. Hey. Tja. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig. Vielleicht. So, da wäre ich wieder. Duwe, Faye, ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu. Ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein, vergessen? So,
Und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schien dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. So viel zum Thema Tiefendruck. Oha. Da fliehen sie mit der Elge. So.